langer Zeit wurden wir auf erhöhte Vex-Aktivität auf Io aufmerksam. Im Pyramidion. Jemand muss sich das ansehen, Hüter. Mach dich auf den Weg. Wir haben die Ursache für die Unruhe der Vex herausgefunden. Im Pyramidion findet ein Besessenenübergriff statt. Besessene? Wissen wir was über das Warum? Unklar im Moment. Stand by. Wir haben die Ursache für die Unruhe der Vex herausgefunden. Im Pyramidion findet ein Besessenenübergriff statt. Besessene? Wissen wir was über das Warum? Unklar im Moment. Stand by. In dieser Kammer befindet sich eine gigantische Vex-Sphäre. Wie die auf Nessus, nur in groß. Und es gibt eine Tür, die ins Innere führt. Das könnte das Warum für die Besessenen sein. Ihr erster großer Angriff seit der träumenden Stadt.
Betretet die Sphäre. Wir müssen herausfinden, hinter was sie her sind. Jeder Quadratkilometer der Innenfläche der Sphäre summt nur so vor Energie. Mal sehen, was ich herausfinden kann. Scanner. Zavala. Die ganze Sphäre ist eine Verarbeitungsstruktur. Eine riesige Computeranordnung. Was können die Besessenen mit einem Vex-Computer wollen? Die Besessenen wollen nichts. Harris, lauschst du etwa? Versuch erst gar nicht, Besessenen-Absichten herauszufinden. Frage dich stattdessen, was die Hand, die sie lenkt, will. Diese Fäule. Kommt dir das bekannt vor? Wie die Fäule in der träumenden Stadt. Savathun weitet endlich ihren Griff aus. Savathun? Warum bist du dir da so sicher? Was die Hexenkönigin angeht, gibt es keine Garantien. Aber ich habe starke Vermutungen. Am meisten sucht sie nach Wissen für ihre Pläne und Lakaien, um sie auszuführen. Die Sphäre bietet beides.
Hier unten ist der besessenen Einfluss stärker. Sie wollen nicht einbrechen. Sie infizieren sie von innen nach außen. In der Nähe muss es eine verankerte Fäule geben. Und wenn wir so richtig Pech haben, dann ein Portal zur Aszendentensphäre. Da, das muss der Anker sein. Dadurch dringen die Besessenen in die Sphäre. Wir haben den besessenen Kommandanten erledigt und die Zentralsphäre gesichert. Ich glaube, die Vex können den Rest erledigen. Savatun sammelt ihre Kraft, Zavala. Wenn wir überleben wollen, was bevorsteht, müssen wir bereit sein. Wir haben Oryx besiegt. Wenn Savatun einen Kampf will, soll sie ihn haben. Sie ist nicht so leichtsinnig wie ihr Bruder. Sie würde nie eine direkte Konfrontation riskieren. Wir erfahren ihren nächsten Zug nur, wenn sie ihn unternimmt. Und auch nur, wenn wir ihn erkennen.